Servusle, meine Lieben, und herzlich willkommen zu unserer Daily Dosis Ark mit Voucher und mit unserem Uralderle. Ich freue mich, dass ihr zurück seid. Es gibt mal wieder eine Änderung, die Ark verursacht hat. Und zwar war ich schon mal drüben, habe unseren Loot von gestern verräumt, habe den mobilen Teleporter gebaut, dass wir da drüben auch ein bisschen flexibler sind. Und wie ich da aus der Werkstatt rausgehe, hochfliege zum Dino, um zu gucken, ob der Prägetimer schon soweit ist, habe ich einen Alpha Kano gesehen. Bei uns an der Base, und da wir sehr viele Tiere haben, die wahrscheinlich dem zum Opfer fallen könnten, möchte ich eben mal kurz mit euch alles zusammenziehen, was über 10.000 Leben hat, und versuchen, den wegzumachen, damit wir in Ruhe in Vanaheim weitermachen können. Ich möchte nämlich heute mit euch Vanaheim Nord und von dort aus westlich in die Nacht rein, weil ich gucken will, wie die Stimmung nachts ist, ne? Ja, das heißt aber, ihr zwei seid schon mal hinfällig, ne? Der General nehme ich mit zum Ermutigen, würde ich sagen. Pass auf, General, dann machen wir das jetzt kurz hier. Ich muss den nachher nur wieder einsammeln. Da platziere ich dir den eben. Lass mich. Ne, Digga! Digga, was ist los mit dir? Hast du noch Punkte? Hast keine Punkte mehr, aber er hat über 10.000 Leben. Das heißt, wir porten uns jetzt heimat die Echte, gehen mit dem General runter, kümmern uns geschwind darum, dass die Spinos gelevelt sind, und dann gehen wir schnurstracks versuchen, den Alpha Kano zu machen. Bist du bereit? Du bist bereit, du siehst so bereit aus wie noch nie. Wir müssen heimat die Echte. Ich setze mich schon mal drauf. Nicht, dass der gleich kommt. Da muss ich nämlich runterpullen an den See. So. Oh, scheiße. Da fehlt ein Spinosattel. Egal. Also, die Fuhre gibt es auf Leben, ist klar. Auch nochmal auf Leben. Sonst noch irgendwas, was richtig abgeht? Ja, weil es ist ja nur ein Kano, ne? Ja, lass ihn mal durch, den Dingerle hier. Ja, sehr gut. Bis hierher und nicht weiter. Ihr müsst jetzt, aber ich hole noch kurz einen Sattel für den Spino, für den zweiten. Der war da hinten. Ich habe mich ja beim Raptor schon eingenässt. So, ich komme gleich. Wie viel Leben hast denn du gehabt, Schnude? Dich nehme ich auch mit. Dich nehme ich auch mit. So, ich muss kurz einen Spinosattel bauen. In der Hoffnung, ich pull den Kano jetzt nicht. Spino. Den Aberration oder Aberrant-Spino, den lassen wir erstmal vor Ort. Ich habe mir überlegt, wenn wir zu viel durcheinander fabrizieren, dann komme ich gar nicht mehr zu dem, was ich eigentlich machen wollte. Und ich will doch schon mal so einen Bosskampf probieren mit euch, ne? Und da müssen wir mal an den Sachen dranbleiben eher. So. Also. Kommst du mit? Oh, dem habe ich gar keinen Sattel gebaut, ne? Ich weiß halt nicht, was ein Kano drauf hat. Ich meine, den Raptor, den haben wir ja damals geschafft. Das war nicht das Problem. Ich baller dem mal ein bisschen Fleisch rein. Die Frage ist halt, können wir so einen Sattel bauen? Wie hießen die nochmal? Andre... Wie war denn der Name nochmal, Digelle? Andrev. Andrev. Jo, den können wir bauen an der Werkbank. Eine Minigun bestückt, die verbesserte Gewehrmunition benötigt. Ey, das müssen wir aber auch mal irgendwann ausprobieren bei Zeit, oder? Warte mal, geschwind. Ich mach mal U. Ich hoffe, es kommt mal keiner hinterher. Ey, eine Minigun, Alter. Was denn mit dem? Das habe ich noch gar nicht so richtig auf dem Schirm gehabt. Einfache Gewehrmunition. Habe ich jetzt wahrscheinlich keine mehr. Sonst könnte man die gleich probieren. Doch, 14 Schuss. Ey, bin ich aber mal gespannt. An, da ist er, gell? Ich kann ihn bauen. Benötigt einfache Gemälde. Okay. Aus einer kleinen Planänderung wird dann plötzlich hier ein riesen Drum. Dinge, die man so anstellen kann, ne? Hätte jetzt nicht gedacht. Wahrscheinlich ist der Kano jetzt gar nicht mehr da oder sowas, weißt du? Ja, da müsste ich ja fast mit dir los gleich mal, um das zu checken, oder? Muss ich die dann da reinschmeißen? Jo, Alter, guck, 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 guck. Kaum übertrieben, oder? Wie gut ist das denn? Guck mal den an jetzt.
Da steht 0 von 0. Das kann aber auch sein, dass ich den einfach bei mir drin haben muss, die Kugel. Da stand 0 von 0, ne? Gibt es da einen Slot in dem Sattel, den ich jetzt übersehen habe? Hier? Nö, ne? Keine Ahnung. War doch einfache Gewehrmunition, oder? Ja, ja gut, das können wir ja dann auch probieren. Ich lasse den auf jeden Fall jetzt mal besattelt hier, den Guten. Du folgst mir, du folgst dem General, du folgst deinem Kollege Spino und jetzt gehen wir mal gucken, ob wir den Kano wegkriegen. Der war da hinten, Leute. Ja, da hinten läuft er. Aber warte, ich muss nochmal, ich will ja auch kein Tier verlieren, deswegen lieber nochmal kurz geguckt. Wie weit, weil ich habe die erst geskillt, ne? Der ist mit der Gesundheit da, wo er sein soll, hat keine Punkte mehr, weiter. Dann nochmal kurz bei ihmchen hier reingeguckt. Gesundheit, 16.000 Leben, ist glaube ich momentan unser Master of Disaster. Er hier, den müsste ich noch ein bisschen forcefeeden. Hält sich halt ein bisschen zurück, Digga. Ich kann jetzt hier keine 3 Stunden forcefeeden, du machst es schon. Du bist eine Rakete. Du bist auf jeden Fall eine Rakete. Definitiv, definitiv. Warte mal, ich gebe dir auch mal ein bisschen Fleisch. Ist das der Hammer mit der Minigun? Rohes Fleisch. Ja, gerade ein bisschen. Rest kannst du selber. So, auf geht's. Scream. Wir haben einen Job. Alphanus Canus. Erster kleiner Test, oder ob sie Boss ready sind. Boah, wie sie den zurückdrängen, meine Jungs und Mädels. Und kein Baum bleibt stehen. Warst du schon? Nee. Er hat halt um die 23.000 Leben oder so. Aber guck mal, wir haben den schon richtig gut zugesetzt. Geht mein Spino hin? Sterben ist gerade im Haufen. Ja, der hat schon Power. Wo ist jetzt mein Spino dahinter gelaufen? Ja, wir haben den. 140er war das. Nee. Warum ist denn der Spino jetzt weglaufen? Der kämpft da hinten mit was anderem, ne? Jetzt haben wir wahrscheinlich das Problem, dass ich die Tasche nicht mehr sehe. Ey, der kämpft hier gegen die ganzen Digger. Digger, ist gut. Ist gut. Stopp. Junge, Junge. Ja, das Problem ist, ich sehe wahrscheinlich jetzt die Tasche nicht mehr. Wenn da eine Tasche liegen wird. Aber ich habe den Falken auf der Schulter, ne? Also theoretisch müsste ich die Beute sehen, wenn welche hier liegen wird, denke ich mal. Ey, war aber jetzt kein 140er wirklich, oder? Was ist denn das hier? Ein Bienending. Ey, ich muss kurz gucken, ob wir das hier sehen. Weil das war ja schon eine Nummer jetzt. Baby Dino. Ich sehe nichts, aber er ist auf jeden Fall tot, ne? Okay, da haben wir die 25 Steine. Was haben wir hier bekommen? Chitinstiefelchen. Okay, dann haben wir hier diesen Knochenhelm. Und Alpha-Kano-Arm. Sieht sonst noch jemand was Außergewöhnliches? Oh ja, die Spitzhacke haben wir bekommen, Leute. 179er, das ist doch ziemlich cool, oder? Weil ich nicht weiß, du folgst Alderle, ich glaube, ich muss auf der General, ne?
Muss ich die Tiere wieder in den See bringen? Ja, aber dann habe ich da kein Problem mehr, wenn hier ab und zu mal ein Alpha spawnt. Das macht ja dann auch Punkte, ne? Und Skillpunkte und alles. So, ich hoffe, ihr kommt jetzt alle kurz einmal mit. Ein paar Falken sind auch weniger da. Ungewollterweise. Sind alle da, gell? Super Truppe. Jetzt müssen wir nochmal ganz kurz gucken, wie es mit dem Leben aussieht. Wollt ihr mal hier bleiben? Weil ihr seid momentan ja so ein bisschen die Stärksten auch, ne? Ziemlich geil. Und der hat auch gute Arbeit gemacht hier. Der hat auch fast kein Leben verloren. Also da bin ich zufrieden. So. Dann machen wir jetzt mal Folgendes. Muss ich mal hier kurz Leder rüberlegen. Den Arm kannst du haben. Den Bollen, das Fleisch. Das räume ich gleich daheim noch weg. Und dann bei ihm nochmal ganz kurz reingeguckt. Ja, aber die sind ziemlich gut durchgekommen. Hier bei dem sieht man halt schon, dass ein bisschen Leben fehlt, ne? Aber ansonsten kann ich mich nicht beschweren. Ja, er hat schon ziemlich Damage gemacht hier, der Gute, ne? Möchtest du mal kurz auf die Sachen aufpassen, die ich jetzt gerade nicht mitnehmen kann? Das wäre super. Die kannst du auch haben. Au, wir haben sogar zwei Spitzhacken. Und hier bist auch irgendwas mehr, ne? Guck mal, jetzt haben wir zwei richtig coole Werkzeuge mittlerweile. Die lässt du mal da, die ziehe ich jetzt eh nicht an. Ich würde sagen, wir gehen zurück auf den Pfad der Tugend, aber ich muss kurz. Die bleiben hier, da kümmere ich mich später drum. Alter Schwede. Ich habe mir aber ein bisschen mehr in die Box gemacht, als ich hätte müssen, gell? Da war jetzt ja nicht so krass. So, Screamle, ich komme gleich. Ich will noch kurz mit der Daisy einmal rüberflitzen. Wo habe ich denn Daisy? Wo habe ich denn jetzt Daisy hin? Leute, wo habe ich meine Fledermaus? Die habe ich drüben gelassen, gell? Da muss ich kurz mit ihm. Wir müssen oben den Prägetimer noch erfüllen, bevor es vorbei ist. Okay, was haben wir jetzt uhrzeitmäßig? Wir machen folgendermaßen, wir gucken, dass wir jetzt loskommen, dann haben wir das Nachtfeeling und ich kann uns ja drüben dann die Nacht irgendwo schneiden, dass wir nochmal bei Tag loskommen, ne? Ey, Süßer, was willst du? Azulbeere. Ich glaube, hier oben habe ich keine Möglichkeit, die für dich zu spawnen, muss ich nochmal runter. Azulbeere, ja. Ich bin gleich zurück, ich hole dir dein Bärchen. Ich sag's dir. Bist du ein schönes Trike? Wir sind alle schön. Es gibt keine hässlichen Trikes. Azul habe ich gesehen. Das sind die blauen gewesen, gell? Okay, aber ein Alpha gemacht. Die Punkte und so vergeben wir dann. Wir müssten ja normalerweise Levelpunkte bekommen haben durch den Alpha-Kano, ne? Gucken wir uns dann an, wenn wir zurück sind. Wollen wir noch ein ganz kleines bisschen an unserem Thema hier dranbleiben vielleicht. So, mein Süßer. Pass auf. Azul, 100% geprägt. Sehr cool. Und ihr zwei macht dann... Ey, der ist ein schöner, guck mal. Türkis, lila, rötlich. Und ihmchen hier. Ah, schön, schön, schön. Das wird... So, jetzt pass auf. Zurück zum Thema. Die Spinos, oder? Aber trotzdem, bisschen am Nachdenken bin ich schon gerade, weil die so viel Leben verloren haben alle. Wenn man mit sowas dann mal zum Boss will, ne? Ne, das war schon korrekt soweit. Du musst rüber an den Strand, der letzte, den ich vergeben habe. Screamle, du bist ein Guter. Ach so, Ölwerkstatt, Garten. Muss dann einer von denen sein. Garten ist 50, dann der da. Bist du drin? Ich hoffe, er ist drin. Ich habe gerade drauf sitzen wollen. Jo. Okay, dann bin ich mal gespannt, wie das ganze Viertelchen da nachts aussieht. Ich packe nur unsere Fledi wieder weg, ne? Was haben wir gesagt? Wannerheim, Süd und wir machen uns dann dort auf den Weg Richtung Westen. Genau. Den Teleporter muss ich allerdings kurz mitnehmen, weil das ist ja der, den ich drüben haben will. So, Leute.
Ne, wie gesagt, wenn es da jetzt zu dunkel sein sollte, mache ich natürlich einen Schnitt. Wir gehen zurück nach Vanaheim. Vanaland, Vanaheim Nord. Der Wind ist schwer, glaube ich. Willst du das wirklich? Das brauchst du ja eigentlich nicht alles hier, ne? So wie ich das hier zum Beispiel nicht brauche. Aber ich bin zu schwer für den Kollegen. Auf irgendwen muss ich aber drauf. Okay. Kleines Schweinle gesehen. Okay, es ist doch recht dunkel, aber diese. Was haben wir gesagt? Nach Westen, gell? Auf geht's. Das will ich doch jetzt gleich mal sehen hier. Ey, die Blumen leuchten vielleicht nachts. Guck dir das mal an. Alter, ist das wie gemahlen? Aber ich kann dir nicht sagen, warum, wenn ich das hier sehe, ich so einen Bock krieg auf Aberration wieder. Wir müssen da runter. Müssen wir da runter oder da? Lass uns erstmal da oben kurz gucken. Ja, das ist halt doch ein bisschen schattig, gell? Es hat aber was. Lass uns mal da hochgehen. Ich will auf jeden Fall mal gucken, weil ich habe das Gefühl, hier leuchtet nachts alles. Wie gesagt, ich schneide dann die Nacht bis zu einem guten Moment oder so. Und dann können wir noch eine kleine Scout-Runde machen. Die Tiere daheim, es ist alles soweit gut. Naja, so richtig leuchten tut's nicht. Wollen wir hier rein? Aber die Adern hier, die sind. Okay, ich bin runtergestummt. Bin ich noch auf dem Weg nach Westen? Habe ich gerade das Gefühl, dass wir hier gestern waren, ne? Nee, Leute, es ist mir dann doch zu dunkel. Ich dachte, es wäre ein bisschen heller. War da nicht der Spino gestern? Sind wir in die Richtung gelaufen gewesen? Ich weiß es nicht mehr. Es ist schon beeindruckend, wenn überall ein bisschen was leuchtet, aber insgesamt noch zu dunkel. Es ist schön. Es ist schon cool, oder? Es ist cool. Pass auf, ich würde sagen, wir sehen uns um 6. Weil hier tatsächlich müsste ich jetzt die Gamma hochdrehen und das reißt mich ja immer aus dem Spiel, wenn ich dann so übersteuert hell machen muss und so. Ich würde einfach sagen, um 6 Uhr geht es hier weiter. Lasse ich die Zeit ein bisschen rumgehen und dann gucken wir mal, was wir noch entdecken. Bis gleich. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir müssen gleich mal gucken, wo ich für mein Männle Wasser bekomme. Ich habe keinen einzigen Tropfen mehr im Dings drin. Hier ist noch soweit alles okay. Gehen wir mal weiter. Gehen wir mal weiter. Es wird jetzt langsam hell. Es ist früher Morgen. Entweder finden wir Aquatikpilze oder ich kann unten irgendwo Wasser tanken. Ich könnte auf die Fledermaus kurz switchen, aber irgendwie. Ist noch ziemlich dunkel, aber wir sind mit Sicherheit gleich im hellen Bereich des Tages wieder. Hier sind Pilze. Stoppi. Ach so, ne, ich habe ja meinen Kollege. Wo ist er denn? Da. Wieso versteckst du dich? Du brauchst dich nicht verstecken mit deinen Fähigkeiten, Digga. Genau so habe ich mir das vorgestellt. So gibst du mir mal die Aquatikpilze hier drauf. Narkosepilze haben wir hier auch gut, ne?
So. Klappt das? Jo, leicht. Leicht klappt's, aber besser leicht als gar nicht. Ich futter die einfach mal, wir werden irgendwo eine Wasserstelle kommen. Durch den dunklen Wald geht's wieder raus. In ein anderes Gebiet. Ich weiß jetzt auch nicht. Oh, ja, ich verlaufe mich gerade so ein bisschen. Ich glaube, wir waren hier gestern, Leute. Hier ist wieder Aberrant Direbeer. Ein Bierfall. Digga, aber leider. Kenne ich das, du wirst böse. Die machen schon ordentlich Spaß, Damage, ne, die Bären. Allein der 50er Grad. Wir hatten doch auch mal einen Bären, der rennt ja auch so schnell, gell? Oh, da hinten kommt eine richtig schöne Wasserfallstraße. Gucken wir uns jetzt gleich an. Und ich kann da unten bestimmt mal einen ordentlichen Schluck trinken. Hallöchen. Scorpi. Aber keine Aberrant Skorpione, oder? Doch. Da brauche ich aber bestimmt einen. Wenn die da so leuchten, das will man doch, oder? So, pass auf, da geht's runter. Leute. Die Kulisse, oder? Das ist keine Kulisse, das ist eine Coolisse. Dann haben wir da, hier leuchtet ja alles irgendwie so ein bisschen, ne? Aberrant Dirty. Kämpft gegen Ravager. Ein 100er. Ein Aberrant Dodo gibt's auch. Aber machen wir erstmal den Ravager kurz weg. Und dann gucken wir uns hier mal ein bisschen um. Wo bist du? Das sind Libellen. Würde ich jetzt gerne. Scheiße. Ich hält. Ich muss auf ein Tier, ne? Ich bin gleich tot. Warum bin ich abgestiegen, kann ich sagen. Ich wollte nämlich gerade Chitin farmen. Ich wollte gerade Chitin farmen. Ich wollte doch nur etwas Chitin. Komm mal zurück, bitte. Komm mal zurück, bitte. Ah, shitty. Was machst denn du? Du blutest wie Sau, Digga. Was machst denn du da vorne jetzt allein? Gentlemen! Ah. Ist halt super dunkel gerade, gell? Komm, ich geh mal ins Wasser. Ja, hast du schön gemacht, hast du fein gemacht. Du bist der Beste. Alter, ist das hier schön. Nicht, dass wir jetzt umziehen wollten, ne? Ey, alleine dieses kleine Tal hier ist ein Träumchen. Geht's euch noch allen gut? Hast du ein bisschen Leben verloren und du? Ja. Der hat immer gezuckt. Hast du jetzt Chitin gefarmt ein bisschen? Auch nicht. Geh mal mit mir zurück, da waren doch überall diese Mucken noch rumgelegen. Guck mal, hier ist ja auch eine Riesenfläche, wo du bauen könntest, ne? Nein, wir bauen jetzt nicht hin. Da will ich jetzt mit euch ein bisschen hier noch unterwegs sein. Was ist denn da drüben noch? Ein X-Tabichara, Leute. Ey, da müssen wir natürlich schon gucken, dann, wenn es da überall diese Spezialformen gibt. Lass mal da vorgehen, da ist die Sonne schon rausgekommen. Oh ja, komm, dann nehmen wir uns die Ding. Wir nehmen uns mal die Rune. Wir nehmen uns mal die Rune und dann werden wir ein ganz kleines bisschen das Megatherium hier aufleveln. Hallo, Achtung, ich komme zur Rune. So. Habe ich doch richtig gesehen hier. Hallo, mein Freund, ich habe vorhin den Alpha-Bruder von dir platt gemacht. Smash!
Pompöchen, Pompöchen. Jetzt wird's langsam hell, Leute. Ich glaube, Auto ermutigen ist an, ne? Warum ich auch immer absteigen muss gerade. Jesus, ist das hübsch. Lass uns mal dahin gehen. Digga, ist ruhig, ne? Ist ruhig. Also hier hat es auch alles Mögliche. Super Gegend. Daheim das Tier, die Prägeteile haben wir gemacht. Warte mal, wenn das ein hoher ist, möchte ich vielleicht nochmal... Aber ich glaube, ich habe kein verdorbenes Fleisch. Ich könnte allerdings den Deal unseres Lebens machen, indem ich kurz Fledi raushol. Das Ding habe ich ja dabei, Bolas, oder? Bolas habe ich. Flinte habe ich. 10 Dinger habe ich. Aber nur ein verdorbenes Fleisch. Haben die anderen Tiere zufällig? Könnte eventuell reichen. 20 Stück. Folge mega, Folge mega. Mega folgst du auch, Wim. General ist okay, pass mal auf, vielleicht kriege ich den Skorpion. Wo ist denn der jetzt? Wo ist denn der Aberrant Skorpion jetzt gerade? Vorne läuft er. Ist mein Falke noch da? Ja. Aberrant Skorpion, Leute, wäre schon eine Geschichte, oder? Ja, guck mal, der leuchtet auch ein bisschen nachts. Können wir schön an die Eingangspforte setzen bei uns. Das probiere ich jetzt mal. Aber warte mal, die spawnt gleich. Die Musik braucht man immer ein bisschen durch. 6, 5. Ich glaube aber nicht, dass man die mit Hammelfleisch machen kann. Ich habe es aber noch nie probiert. Achso, wir wissen ja normalerweise, wenn ich so mache und die Anzeige da wäre. Zähmung ist bei 0%. Achso, weil das gerade gespoilt ist. Ja, also brauchst du definitiv ihmchen hier. So, mein Süßer. Oh, Hallöchen, Popöchen. Den, 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 den. Warte, ich brauch schon einen Kollegen. Hast du noch Aquapilze? Ich habe Aquapilze drauf, ich hole mir den Balddog noch. Komm mal mit. Für alle Fälle. Wo ist der Balddog hin? Wo ist der Balddog? Wo ist denn der jetzt? Lass mich mal auf dich sitzen, ich sehe dann besser. Da war gerade ein Balddog. Ein Balddog. Den darfst du ruhig. Wo ist denn der jetzt, der kleine Säckel? Ich lieb doch Balddogs. Das ist ein Steinmann. Ey, gerade eben habe ich ihn. Ihr habt ihn doch auch gesehen, oder? Der ist ganz stolz da vorne rummarschiert. Ja, ja. Ich weiß nicht, ich habe mal aus den Augen verloren. Ich glaube, ich stehe ein bisschen auf dem Schlauch. Der Balddog war da. Ist auch mal ein Stein, oder? Tja, keine Ahnung. Nicht schütteln, Digga. Versuche ich mal den Netzwerfer kurz weg. Mach den mal kurz weg und den mal kurz weg. Das.
Wie viel wiege ich jetzt noch? 243, dann machen wir die Pfeile noch rüber. Ich nehme mal ganz kurz. Stückle, ich habe den gerade eben irgendwo gesehen. Der sind mir immer noch zu schwer. Oh ja, der hat ja wieder einen Haufen Zeug hier. Das will ich eigentlich nicht. Ausnahmsweise. Der muss doch irgendwo jetzt sein, oder? Oh, ich kann das Fernglas auf dem hier auch benutzen. Nicht mich allein lassen. Hi, Süßer. Servusle. Ich mag die wie Sau. Der hat sogar rote Birnen. Guck mal. Hallo, Community. Ich hab gehört, ihr habt auf mich gewartet. Das ist eine gute Geschichte, weil ich bin jetzt bei euch. Oh, und irgendwie hat der da hinten gerade einen Kano weggemacht. 140er Aberrant Paras. Überlege, ob wir den brauchen, Leute. Ich überlege, ob wir den brauchen. 12.000 Torpor. Da müssen wir separat. Ja, Dickerle. Ja, Dickerle. Kommst du dabei in den Ball? Willst du in den Ball oder? Nee, hallo. Stück. Warte, ich muss das kurz. Ihr wisst ja. Der Skorpion. Ist der schon fertig? Jello, ich brauche zwei Bälle. Danke. Zwei Bälle auf die Schnelle. Okay. Wo ist denn jetzt der Skorpion, Alter? Der ist aber noch nicht fertig gezähmt, oder? Doch. Bin ich ein bisschen zu spät gewesen, gell? Hinten steht er. Komm, wir machen es anders. Der folgt irgendwem, Leute. Ich weiß aber nicht wem. Ich bin mal gespannt, ob der daheim wieder auftaucht. Der kann doch gar nicht hier weg, oder? Junge, jetzt habe ich den aufgehört. Ja, du bist ja großartiges Tier. Boah, Alter, sieht der giftig aus, oder? Ja. Mein Falke ist abgehauen. Der war irgendwas verfolgt, irgendwas gestanden und er ist ab, Leute. Der ist weg. Der ist jetzt weg für immer. Jetzt bin ich so im Moment. Also, dann richten wir uns morgen aber für die Höhle her. Vielleicht finde ich aber auch noch irgendwas. Ich mache natürlich wieder eine Spinno-Runde morgen. Ne? Eventuell, wenn ich ein hohes Spinno-Weibchen finde auf meiner Tour, seid ihr dabei. Und wenn nicht, geht's in die Honighöhle. Und nach dem Falken gucken wir halt mal, wenn wir daheim sind. Wo ist denn jetzt das Balbichen? Bälbchen? Komm raus hier. Warte. Ich rette dich. Komm her. Ich hab mein Balbdock. Ich hab mein Balbdöckle. Hallo, Community. Einmal Schlotze, bitte. So, meine Lieben. Hier sind wir nicht das letzte Mal gewesen. Auf jeden Fall, da gibt's noch saumäßig viel zu entdecken. Bisschen was haben wir mitgenommen. Und zum Abschluss würde ich sagen, machen wir nochmal einen Blick da oben runter. Einfach mal was können, weil wir sind, weil wir Bock drauf haben. Ist der Falke gerade ab wie Raketle? So. Ist immer wieder schön, deinen Hinterkopf zu sehen. Es ist wirklich traumhaft hier. Ich muss trotzdem sagen, ich fühle mich daheim, wo wir unterwegs sind, momentan ganz wohl. Also morgen geht es hier weiter. Würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Und die Honighöhle ist unser nächstes Ausflugsziel, definitiv. Und da werden wir mal gucken, welche Tiere wir mitnehmen. Den Kleinen eher nicht, weil er nicht viel tragen kann. Aber wir werden vielleicht mit dem Spinno nehmen wir bestimmt mit. Scream wird dabei sein. Und dann schauen wir mal. Rest ergibt sich morgen. Ich freue mich auf euch. Bis dann.